Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stranded Deep. Ja, wir sind nach wie vor gestrandet. Wer hätte das kommen sehen? Ich hatte ja am Ende der letzten Folge gesagt, dass ich hier mal mir Fleisch räuchern möchte, schon mal vorab, weil ich wollte ja in dieser Folge jetzt mal zu diesem Containerschiff, was wir da in der Ferne sehen können. Also irgendwo da hinten irgendwo. Wollte ich ja mal hingegurkt sein. Ich habe mir ja dann noch diese Flasche oder Wasserflasche aus Leder da gezimmert. Da kann ich ja jetzt dreimal draus trinken. Und ich habe mir jetzt achtmal, beziehungsweise, ne, elfmal, drei Stücke Fleisch habe ich schon gegessen, Fleisch geräuchert. Also ich habe hier einiges an Fischen gefangen. Habe die ausgenommen und habe die schön gegrillt und dann geräuchert. Ja, ich glaube, ich bin vorbereitet. Mein Problem ist jetzt gerade aktuell nur, dass ich halt nicht schlafen gehen kann, weil ich habe einmal geschlafen. Was halt irgendwie im Endeffekt dann dumm war, weil ich gedacht habe, das Ganze geht dann doch ein bisschen schneller. Und ja gut, das war jetzt leider nicht der Fall. Jetzt muss ich halt erstmal schnell hier schauen, dass ich irgendwie ein bisschen kurz mal die Zeit hier überbrückt bekomme, dass ich irgendwie müde werde, dass ich wieder, dass ich wieder schlafen gehen kann. Ey, da kenne ich immer so ein Ding. Ne, ist die Yucca-Palme gewesen. Ja, wie gesagt, dass ich dann halt wieder schlafen gehen kann. Und ja, schauen wir mal. Ey. Wollen wir mal eben schnell hier noch ein paar faserige Blätter hier an den Start bringen, wenn ich sie irgendwo hier jetzt in der Dunkelheit finde. Danke für nichts. Okay, halt, hier sind noch welche. Da war noch irgendwas, glaube ich, oder? Alter, die sind so scheiße schwer hier zu finden in diesem Busch, ne? Da kriege ich eine Krise. Das hier mit dem Busch ist echt blöd, dass die Dinger da drin spawnen, ne? Oder beziehungsweise dann dies mehr oder weniger despawnen, ne? Also ich weiß ja nicht, irgendwie, keine Ahnung. Ach komm, scheiß drauf. Werden wir schon irgendwann finden. Ich glaube, die vergammeln irgendwie nicht. Hat man nicht sogar noch eine. Doch, irgendwo war da noch eine dritte Yucca-Pflanze, ne? Warte mal, wo ist die? Da oben. So, dann schlagen wir die noch ab und dann hoffen wir doch mal, dass ich vielleicht dann. Ja, müde genug bin, dass ich nochmal schlafen gehen kann, dass wir Tageslicht haben. Ist halt auch ein bisschen, naja gut, okay, andererseits, ne, ist eigentlich, ja, so halt nicht schlecht in dem Sinne, dass man nicht permanent halt immer schlafen kann, um die Zeiten zu überbrücken, finde ich jetzt so nicht verkehrt. Andererseits muss ich dazu sagen, ich habe jetzt wirklich, also ich habe geschlafen, war dann morgens um, keine Ahnung, geht die Sonne auf? Irgendwie so kurz vor 6 oder sowas, ne? Ja, ist die Sonne aufgegangen, dann bin ich fischen gegangen und habe dann jetzt eigentlich den ganzen Tag hier rumgewerkelt und gemacht und getan, um hier mir Fleisch vorzubereiten. Oh Gott, 17 Stück haben wir wieder, das ist sehr schön. Warte mal, wie viel kann ich hier wieder reinlegen? Kann ich hier noch welche reinlegen? Jawohl, sehr schön. Einmal, zweimal. Und ja, wie gesagt, ne, also das ist halt dann ein bisschen, naja gut, schade halt. Ne? Ich habe mich hier auch soweit schon vorbereitet. Also ich habe jetzt meine zwei Kisten, wo halt, was hatte ich da drin? Ich hatte hier noch zweimal Holzplanken da drin. Dann einmal die Speere habe ich hier da drin. Ah ja, danke auch noch für den Tipp, dass ich den, oder die Haie mit den Speeren irgendwie töten kann. Ich soll sie nur nicht abwerfen, oder wie war das? Naja, gut, schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da so rantraue. So, einmal speichern. Okay, das haben wir erledigt. Und jetzt gucken, schlafen. Ah ja, jetzt funktioniert, sehr schön. Hervorragend. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie viel Uhr? Oha, guck mal, es wird schon wieder hell. Sehr schön. Wir haben, ach du Scheiße. Haben, wie viel Uhr? Ich kann das nicht erkennen. 7 Uhr morgens. Ja, das nenne ich mal eine Zeit, da kann man auch mal den Tag starten. Ne? So, warte mal. Einmal noch. Jetzt esse ich mir aber vorab hier nochmal eine Kokosnuss. Obwohl, das war jetzt dumm, ne? Das war jetzt wirklich dumm, dass ich so viel getrunken habe.
Egal. So, da ist genug drin erstmal. Dann nehmen wir die Kokosnuss jetzt eben mit. Dann esse ich halt jetzt doch noch einmal zwei Stück Fleisch. Das hat, die Uhr hat gepiept. Perfekt. Und wir haben ja fast voll. Ja, komm, dann können wir die Kokosnuss auch hier lassen. Passt ja dann. So, müssen wir sonst noch irgendwas mitnehmen? Ich glaube nicht. Wie gesagt, Essen habe ich dabei. Ich habe was zu trinken dabei. Ich habe mehr. Ja, ein paar Kisten dabei. Hier, ein paar Kisten dabei. Läuft. Die zwei Holzplanken habe ich, weil ich hoffe, dass ich irgendwo noch unterwegs eine Holzplanke finde. Dann kann ich mir einen so einen Schrank hier auf jeden Fall schon mal bauen. Ach so, hier fehlen ja noch die Dinger, ne? Ja, verdammt. Stimmt, da war ja auch noch was, ne? Nee. Egal, wir fahren trotzdem los. So, einmal Anker reinholen und einmal Segel hissen und dann hoffe ich mal, dass ich jetzt hier nirgendwo gegenballer, wo ich wieder hängen bleibe. Und da hinten hin müssen wir. Na, wollen wir mal los, Schipper, ne? Haltet ihr das eigentlich für eine gute Idee, dass ich die Schränke dann hier vorne hin mache? Also ich weiß jetzt nicht, wie groß die sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich mir dann irgendwie hier die Sicht zuballer. Wäre natürlich jetzt nicht so geil, ne? Oder soll ich mir hier ganz links und ganz rechts hier nochmal, geht das? Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich die setzen kann. Naja gut, wir werden es ausprobieren. Dann werde ich es ja sehen irgendwie. Aber irgendwo müssten ja Schränke hin, ne? Ich hatte schon überlegt, hier ganz links und ganz rechts da nochmal so jeweils so ein Flügelchen dran zu setzen und die Schränke vielleicht dahin zu setzen. Ich weiß nicht, wie viele Schränke soll ich, oder wenn ich das richtig gesehen habe, passen glaube ich drei so Kisten in so einen Schrank, ne? Wie viel soll man dann hier drauf packen? Also ich würde mir ungern hier die komplette Sicht halt verbauen, ne? Irgendwie. Ich weiß aber nicht, wie und wo die sich hinsetzen lassen. Naja gut, wir werden es sehen. Keine Ahnung. Vielleicht finde ich ja auch noch mal ein paar Bleche. Dann kann ich da vorne erstmal die Dinger dazu setzen. Wir fahren erstmal und dann sehen wir mal, was passiert. Ich will jetzt erstmal zu diesem Containerschiff da. Und schauen, was uns da erwarten wird. Aber warte mal, wir haben doch an der Insel, die davor ist, ne? Also wo wir jetzt quasi drauf zuschauen. Also nicht hier die, das ist ja eine Startinsel, aber die dahinter. Da hatten wir doch noch ein Lager, ne? Da können wir auch noch mal zur Not ran und speichern und so, ne? Ja, gar keine schlechte Idee. Und dann müssen wir mal hier die anderen Inseln auch mal irgendwie abklappern, ne? Es sind echt viele Inseln, wenn ich das so richtig sehe. Kann das sein? Das ist einiges, ey. Naja, gut, wir werden es sehen. Ich weiß ehrlich gesagt hier im Moment nicht, wo ich hier überall schon mal war. Deswegen finde ich es eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn ich überall auf jeder Insel mir so ein kleines Mini-Lager aufbaue. Mit, sag ich jetzt mal, mit so einem Shelter, mit einem Lagerfeuer und mit so einem Trinkdingen. Dann weiß ich, okay, auf der Insel warst du schon mal. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, das so zu machen. So als Hinweis. Ob wir die dann komplett. Ich müsste mir dann nur noch irgendwie was einfallen lassen. Guck mal, da blubbert es auch. War ich hier überall schon dran bei meiner Startinsel? Ich weiß es nicht. Ich müsste mir dann halt nur noch was einfallen lassen. Wie ich diese Inseln dann kennzeichne, im Idealfall, um rauszufinden, ob ich die halt schon komplett gelootet habe. Aber, oder ob das sinnvoll ist. Sinnvoll. Könnt ihr mir ja gerne mal Tipps in die Kommentare schreiben. Man weiß es nicht. Als erstes will ich jetzt wissen, was es da hinten zu holen gibt bei diesem Containerschiff. Containerschiff? Container? Na gut, okay, ne? Aber wir haben ja auch da hinten Container und da ist überall nichts drin. Also ich gehe mal davon aus, dass ein Containerschiff ist, ne? Sieht zumindest so aus. Ach, nee. Ah, egal, wir fahren mal.
Oh Gott, ich höre schon wieder Haie. Ist aber ganz schön weit, ne? Man ist schon ein wenig unterwegs. Aber gut, ey, mein Gott. Wir haben ja gerade nichts zu tun. Ja, wahrscheinlich haben wir nichts zu tun, aber zu tun gibt es bestimmt mehr als genug. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt hier ein zweites Segel draufsetzen würde? Werde ich dann schneller? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde ja auch mal interessieren, wo hier so ein Map endet ist. Ah, guck mal, ist das gestrandet oder was? Sieht fast so aus, ne? Das hier ist doch die Insel, wo wir. Ah, Moment, warte mal. Moment. Wo war denn hier der Hai? Ach, da ist noch eine Insel, guck an. Da ist auch noch eine. Alter, wie weit das hier geht. Alter Schwede. Bei dem Boot hier, was hier unter Wasser war, waren wir, ne? Und wenn der Hammerhai, der hier war, jetzt nicht ist, da ist mein Shelter. Wenn der nicht ist, dann könnten wir doch theoretisch mal versuchen, in das Boot da reinzukommen vorab. Wobei andererseits, ich habe nicht so viel Platz gerade aktuell, ne? Das ist natürlich auch jetzt nicht so clever. Kann ich jetzt. Ne, ich kann nicht auf mein Inventar zugreifen. Da ist auch noch eine Insel. Das sieht aus, als wäre da auch noch eine Insel. Alter Schwede, ey, wie weit kann man denn hier fahren? Krass. So, wartet mal. Ich. Ah, Moment. Ah, da, guck mal, was ich da sehe. Das ist aber kein Hammerhai. Das sieht aus wie ein Dekohai. Naja, egal. Auf jeden Fall will er an uns ran. Also lohnt sich das nicht, da wieder ranzukommen. Ey Mann, ich will ja in dieses Boot da ran. Ja, ist okay. Komm mal mit. Du kannst weiter gegen das Floß kloppen, solange du mitkommst. Was hältst du davon? Scheint er gut zu finden, ne? Ja, oder auch nicht. Schade. Da ist noch eine Insel. Da auch noch. Also das ist echt krass, ne? Da ist auch noch eine Insel. Da könnten wir auch noch mal vorbeifahren. Da scheint. Okay, ist. Ne, da. Was? Ne, keine Ahnung. Alter Schwede, aber das ist echt krass gestrandet hier, das Boot, wa? Ey, warte mal. Kann man mal hier. Was passiert eigentlich, wenn ich loslasse? Kann ich hier drauf laufen? Nice. Können wir nämlich mal einen Screenshot machen? Zack. Aber irgendwie traue ich mich, hier nicht weiter auf dem Boot stehen zu bleiben. So. Mal schnell wieder ans Ruder ran, bevor ich jetzt hier nachher noch vom Boot falle und dass mein Floß. Aber da müssen, können wir auch noch mal hin, ne? Da muss auch noch irgendwas sein. Und da. Und da. Und Alter Schwede. Hier ist so viel. Hier ist too much. Ey, das ist voll die Reizüberflutung gerade für mich. So. Alter, ist das ein riesiges Teil. WTF. Aber hier ist nicht ein Container drauf. Fahren wir mal nach hier hinten. Das sieht so kaputt da aus. Da fehlt die Hälfte. Stimmt. Kann man das unter Wasser noch irgendwie? Kann man da noch was finden? Jo, ey. Richtig riesig. Oh, hier ist überall Sandbank. Aufpassen. Richtig riesig, dieses Schiff hier. Richtig krass. Echt heavy, ey.
ETF. So, warte mal, ich steuere mal da vorne auf diese komische Sandbank dazu. Oh ja, moin. Oder ich bleib einfach an der Sandbank hier hängen. Geht auch. Guck mal, da unten sind auch dicke Schiffe. Schiffe vor allem. Fische. Ein Rochen, so ein dicker Fisch, der mich erschreckt. So, Moment. Ich hänge hier fest. Aber wollen wir noch mal gucken, ne? Kommen wir hier rein? Alter, ist das riesig. Krass. Aber hier scheint es keine Muscheln oder hier Dingens zu geben, ne? So Seesterne oder Seeigel oder sowas. Sorry, falls ihr das jetzt im Hintergrund gehört habt, der Eismann ist da. So, nochmal ein Screenshot gemacht. Nice. Da haben wir noch eine Insel. Da könnten wir auch nochmal vorbeifahren. Ja, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Oder, also, beziehungsweise, kommt man da rein? Aber wie krass das hier auf diese Sandbank aufgelaufen ist, ne? Okay, hier sieht es nicht so aus, als würde man da reinkommen. Schauen wir doch mal. Sieht hier essens-trinkenmäßig aus? Noch okay. Wollen wir nochmal hier die Chose entdecken, oder nicht? Kommen wir da hin? Hüpf. Ah, hier ist eine Tür. Sehr schön. Kommen wir hier irgendwie lang? Nee. Gehen wir mal hier rein. Hier sehen Sie nichts. Hier kann man nicht öffnen. Ach so, wartet mal, ganz kurz. Ihr hattet mir das mal geschrieben, ne? Und mir ist es im Endeffekt jetzt auch aufgefallen. Kurzen Augenblick mal eben. So, ich habe noch mal die Sounds noch mal einen ganz kleinen Ticken leiser gemacht. Also, wenn das immer noch zu laut ist, müsst ihr es mir noch mal sagen. Das fiel mir gerade erst wieder ein, leider. So, hier kommen wir nicht rein, oder? Nee. Upa. Na, gehen wir mal weiter hoch. Ah, hier ist nicht ein bisschen Loot? Doch hier, oder? Ja, auch nicht. Okay. Habe ich mir jetzt ein bisschen mehr von versprochen, ne? Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Oh, hier können wir eine Tür öffnen. Yo! Alles klar, wo kommt das Flugzeug her? Mein Weg nach draußen. Das könnte mein Ticket aus diesem höllischen Paradies sein. Repariere das Flugzeugtriebwerk, repariere den Flugzeugpropeller, repariere das Flugzeugcockpit, lege einen Nahrungsvorrat an, lege einen Wasservorrat an, lege einen Treibstoffvorrat an. Okay. Muss ich das denn hier reinlegen, oder was? Ja, sieht danach aus, ne? Wasser. Brauche ich da Kokosnüsse? Oder? Ne, da würde ich mir Flaschen machen, ne? Was ist das? Haben wir hier eine Kiste? Ne. Und wie repariere ich das? Ah, hier. Warte mal. Propeller. Wie kann ich denn das reparieren? Was brauche ich denn dafür? So nicht. Was braucht man denn dafür? Treibstoff? Ruderpedal? Alles klar. Aber wie repariere ich das? Ist die Frage. Das würde mich ja schon mal interessieren, ne? Ich würde hier gerne mal irgendwie einen Screenshot von machen, ohne dass ich Dingens. So.
Ja, haben wir schon mal ein Wasserflugzeug gefunden, ne? Also, nice. Also, ich habe zwar keine Ahnung, wie ich das repariere. Okay, Wasservorrat, Nahrungsvorrat. Nahrungsvorrat können wir ja die Dosen nehmen, oder? Das ganze Dosenfutter, was ich überall finde, das esse ich ja sowieso nicht. Das klingt doch nach einem Plan. Kann man die Kisten hier ablegen? Warte mal. Ich habe die falsche gelegt. Aber kann man. Dann könnte man doch schon mal Kisten hier hinbringen mit Nahrung und sowas, oder nicht? Wo geht's hier hin? Okay, das scheint hier die, ja, nennen wir es mal Abschlussvorrichtung für das Flugzeug zu sein. Kommt das denn hier drüber? Oder muss ich hier auch noch irgendwie was? Siehst du, ich muss doch ein Schweißgerät bauen. Schon gesagt. Alles klar, wenn die runterfällt, ist auch vorbei, ne? Ja, oh nice, ey. Ja, ist jetzt halt nur noch die Frage, kommt man da noch ganz hoch? Nur noch die Frage, wie repariere ich das? Alter, mein Schatten, der sieht auch so geil aus, ne? Wie repariert man das? Kann ich denn irgendwie, warte mal. Hier war doch irgendwie, warte mal, wo ist denn das? Hier. Was brauche ich denn dafür? Oder was muss man dafür machen? Also wenn ihr das wisst, schreibt es mir auf jeden Fall mal bitte in die Kommentare. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ich weiß gerade echt nicht, was ich hier zu tun habe. Propeller, ja, super. Also ich habe ja Propeller. Ne, wie heißen die Dinger? Rotor-Dinger da. Und Motorenteile und so. Soll ich die mal hier hinschleppen? Ist das clever? Ja gut, Sprit, ne? Das wird noch eine Herausforderung. Da muss ich mal gucken, wie ich den finde. Aber da muss ich, glaube ich, für Kartoffeln anbauen, ne? Wenn ich da richtig liege. Müssen wir mal mit anfangen, müssen wir mal Kartoffeln suchen. Aber sonst gibt es hier nichts. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, dann. Mal runter, ne? Wieder. Anderweitig kommt man hier anscheinend nirgendwo hin, ne? Vor allem habe ich keinen Bock hier alleine im Dunkeln in dem. Ja, es ist ja eher dann ein Flugzeugträger anstatt ein Containerschiff, ne? Toll, jetzt wird es wieder dunkel, ne? Ganz großes Kino. Es ist auch echt ätzend jetzt, ne? Katastrophe pur. Naja, gut, okay. Schauen wir mal. Jetzt habe ich natürlich hier keinen Schlafplatz. Oder ja, gut, einen Schlafplatz in dem Sinne brauchen wir ja nicht. So, warte mal. Ich bin gekommen von da. Könnten wir eigentlich. Ja, komm, fangen wir mal da runter. Werde ich jetzt hier weggetrieben? Ja, wahrscheinlich wieder nicht, ne? Oh doch, ich werde auf jeden Fall hier irgendwie weggetrieben. Ich weiß noch nicht in welche Richtung. Da, schubst mal darüber. Schubs und schubs und. Sind wir weit genug weg? Ja, ich versuch's mal. Zack. Wenn jetzt einer. Ah, reicht das? Reicht das? Reicht das? Komme ich da drum rum? Oh Gott. Ich fahre mich doch safe wieder fest, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. So, ich fahre jetzt einfach mal darüber und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Weil das kann ich mir ja noch einigermaßen merken. Ich habe mal so in die in die Kommentare, sag ich schon, in die Trophäen-Dingens geguckt. Da gibt es ja auch eine Trophäe, nutze keinen Kompass, ne? Deswegen habe ich bis dato auch keinen Kompass benutzt. Das sieht schon krass aus, ne, das Ding. Ja, wie gesagt, also da könnt ihr mir gerne meine Kommentare schreiben. Wie funktioniert das mit dem, sag mal schnell hier, mit dem Flugzeugding?
reparieren. Dann haben wir doch da schon mal ein Ziel. Aber wahrscheinlich muss ich da irgendwie, keine Ahnung, 1000 andere Sachen noch vorher machen, ne? Erledigen und. Keine Ahnung was. Ich dachte schon, es kommt ein Lausenwasser. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, ich darf jetzt echt nur den Weg nicht verpeilen, sonst finde ich meine Heimat nicht wieder zurück. Dreimal trinken kann ich noch, ein bisschen essen habe ich noch, alles gut. Also das läuft noch. Aber wir checken jetzt hier mal die Insel ab, mal gucken, was wir hier bekommen können. Beziehungsweise ich werde dann, ja gut, okay, ich muss jetzt mir erstmal hier wieder quasi eine Homebase aufbauen. Wobei wir das dann eigentlich nicht, obwohl, ne, das ist Jacke wie Hose. Überlegung war gerade dann hier eine Homebase aufzubauen. Aber wenn hier 1000 Viecher oder sowas wieder auf der Insel sind, ne. Auf der Insel da, wo ich bin, fühle ich mich wohl. Da ist nur Hans Werner. Den hauen wir jedes Mal um. Und dann passt das. Was haben wir denn hier noch? Oh, ist das schon wieder ein Containerschiff? Alter, dann gibt's. Wenn da ein Containerschiff ist, ne, dann ist hier Loot ohne Ende bestimmt. So viele Kisten kann ich gar nicht mitnehmen. Ach, guck mal einer an. Ja, moin. Mal schon wieder. Sharky. Okay, hier ist ein. Vorsicht, das ist ein Felsen. Komm ich da rum? Man weiß es nicht. Hier sind überall Felsen. Oh Gott, was mache ich hier? Wahrscheinlich, Scheiße, Mann. Bleib stehen. Machen wir hier keinen Stress. So, schönen guten Tag. Oder schönen guten Abend vielmehr. So, schauen wir doch mal. Da hinten läuft ein großer Krebs rum. Okay, gut zu wissen. Gibt es hier Schweine? Sieht nicht so aus. Das ist nur die Frage. Moment, da ist so eine. Oh. Ich sehe mich hier gleich schon irgendwann in so einen giftigen Krebs reinhüpfen. Ach ne, das war ein Stein. Ich dachte, da wäre eine Kiste drin. Verdammt. Ne, nicht giftiger Krebs, giftiger Seestern. So. So, okay, Moment. Wir entladen hier mal. So, wo sind meine Speere? Nein. Hier. Perfekt. Her damit. So, einmal Speer in die Hand. So, dann wollen wir. Moment, den lasse ich jetzt. Ich lasse den mal außen. Ist das schon wieder so ein riesiger Container, so ein riesiges Containerschiff, was wir auch bei uns haben? Alter, wie viel Loot kommt denn da wieder dann raus? Junge, Junge, Junge. Was ist das? Ah, ein Blech. Ich dachte schon, da liegt ein Krokodil, ey. Gibt's ja Krokodile? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, ich versuche erstmal hier die Insel vorsichtig abzuchecken. Boah, hier sind Steine ohne Ende. Und da ist ein Brett. Oh, Moment, warte mal, das Brett, das sneak ich mal als erstes. Oh, irgendwas greift mich jetzt bestimmt an. Tu mal her. Okay, das haben wir schon mal. So, Moment. So, jetzt machen wir erstmal, bevor wir uns hier mit irgendwas anderem beschäftigen. Und den Krebs da killen, da warte ich nämlich sowieso noch mit ab. Machen wir mal hier Dingens. Wo habe ich denn jetzt die Bretter da? 1, 2. So, warte mal. Ich habe echt Angst, dass ich hier in so einen giftigen Seestern reinhüpfe. So, dann gucken wir doch mal einen Moment. So, Hammer her. Und dann wollen wir doch mal schauen. Ne, halt, Moment. Wo müssen wir denn da hin? Wo sind die Dinger denn? Hier, Containerregal ist es doch. Zack. So, okay. Ich wollte gerade sagen, könnte ich nicht hier drauf bauen? Okay, warte mal.
mittig da drauf. Ah, das ist so nice. Ey, bleib mal so. Ist das so clever? Ja, hier wahrscheinlich nicht, ne? Hier dürfte clever sein, oder? Nehme ich mir nicht so viel Sicht. Warum kann ich das denn hier nicht drauf bauen? Doch, geht. Dann nehme ich mir nicht allzu viel Sicht, ne? Also ich kann noch nach vorne was sehen. Und nach hinten, also beziehungsweise direkt an der Seite. Ja, machen wir mal. Machen wir mal, packen wir mal dahin. Okay, so, Moment. Erstes Regal haben wir gebaut. Sehr schön. Warte mal. Mein Speer. Ah, siehst du, ich hab's mir doch gedacht. So ein Kack. Scheiße. Ich wusste das doch, dass da irgendwo so ein Scheißding ist. Verdammte Hacke, ey. Kann doch nicht wahr sein. Ey, so eine Scheiße, und du? Oh Gott, ich hab voll die Puzzle am Start. Okay, Moment. Ich konnte doch irgendwie, konnte man doch irgendwas machen. Ey, so eine Scheiße, ey. Ich wusste, dass hier irgendwo so ein Scheißseestern sein muss. Ich hab's mir gedacht. Warte mal, was haben wir denn hier? Gegengift da unten. Was brauchen wir denn dafür? Gabelblatt fahren. Und eine Kokosnussflasche. Für eine Kokosnussflasche braucht man Lashings und eine Kokosnuss. Und Gabelblatt fahren brauchen wir zwei Stück. Wo finde ich Gabelblatt fahren jetzt? Wie lange dauert denn das bis ich dann hier am Arsch bin? Okay, wir gehen nach auf die Suche. Wie sieht ein Gabelblattfahren aus? So, da hinten ist Hans Werners Bruder. Den lassen wir mal da liegen. Oder mal da außen vor. Die Stöcke und so, da kümmere ich mich jetzt später drum. Siehst du, hüpfe niemals irgendwo im Dunkeln im Wasser rum. Das ist nur Scheiße. Das kann nichts. So, und wir brauchen Dingens. Warte mal, wir brauchen ja auch Lashings. Moment. Einmal. Zweimal. So, Kokosnuss können wir uns da holen. Hier haben wir noch einen Stein, den nehmen wir direkt mit. Wie sieht Gabelblattfahren aus? Das ist hier Yucca. Ja, ganz ehrlich, ich habe gerade übel Schiss, dass mich jetzt irgendwas angreift, ne? Oh, Kacke, ey. Da ist ein kleiner Krebs, okay. Ey, jetzt kriege ich hier bestimmt dieses Gabelblattfahren oder wie das heißt, da nicht, ne? Wahrscheinlich. Na, nimm mal den Stern. Verdammt. Hier ist was. Favula. Okay. Wenn du meinst. So eine Scheiße. Ich habe ein Problem. Aber Steine gibt's hier ohne Ende. Das ist geil. So, Moment. Jetzt mein Ding ist hier. Na, nimm mal auf. So. Frage, wo ist der Krebs? Boah, Digga, wie viele Steine gibt's denn hier? Alter, ist ja voller Steinparadies. Ja, die sneak ich mir auf jeden Fall jetzt. Egal, ob ich jetzt zurückfahren muss oder nicht. Aber wo kriege ich Gabelblattfahren her? Was ist das? Schon wieder dieses Wuvalavula oder wie das heißt?
Keine Ahnung, wofür ich das brauche. Kann ich aber jetzt gerade nicht gebrauchen. Gabelblatt fahren, hier. Her damit. Wie viel brauche ich davon? Zwei, ne? Verdammt. Warte mal, wie sah das aus? Ist das hier nicht auch sowas? Ne, das ist immer noch dieses Wuwala-Wula oder? Gabelblatt fahren, Gabelblatt fahren. Komm, hier muss doch noch irgendwo so eins sein. Ich könnte mal einen Schluck trinken, ne? Wow. Hat's jetzt nicht wirklich gebracht, ne? Hier mal Schlagkraut, das brauche ich gerade nicht. Ey, gibt's hier nur einmal von diesem Fahnenzeugs? Scheiße. Ist ja schön und gut, dass ich jetzt... Oh, was war das? Ist ja schön und gut, dass ich jetzt eins gefunden habe, aber... Das bringt mich jetzt nicht weiter. Ich brauche noch eins. Oh Gott. Geht das schon. Ja, komm. Ja, siehst du mal, bleibst du da, ne? Toll. Super, jetzt geh doch nicht wieder laufen. Dann komm doch hier hin, dann kann ich an dir vorbeilaufen und dann bleibst du hier und ich kann weiter nach Gabelblatt fahren suchen. So ein Scheiß, ey. Hier ist ein Stein. Tu mal her. Ja, tu her. Findet man das auch hier so in den Büschen, aber hier im Dunkeln will ich jetzt nicht im Busch rumeiern. Das lassen wir mal lieber. Du blödes Vieh, komm her! Er kommt. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Aha. Hier, was ist das? Nix. Ah, verdammt, ey, hier gibt's echt nur einmal von diesem Zeug. Ey, das ist doch scheiße. Dann habe ich aber jetzt echt ein Problem, ne? Wie lange dauert denn das? Ja, wenn ich wüsste, wie lange... Warte mal. Vergiftung, ja, tolle Wurst. Die Frage ist auch, wie oft findet man das? Wächst das nach? Muss ich das anbauen? Fragen über Fragen. Ja, gut. Okay, warte mal. Jetzt muss ich erstmal... Wir packen mal die Steine hier rein. Bringt ja alles nichts jetzt, ne? Ja, wenn ich jetzt esse, das bringt mich auch nicht weiter, ne? Was? Nein. Okay, pass auf. Ja, wie gehe ich... Wie machen wir das jetzt am besten? Hier brauche ich, glaube ich, eh nicht reingucken, ne? Hätte was gedacht. Mist. Echt dumm. Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Ich gucke mal, dass ich hier den ganzen Krempel hier irgendwie so weit eingesammelt kriege. Zumindest das, was wir so mitnehmen können. Na? Na? Und dann müssen wir erstmal nach Hause fahren und beziehungsweise irgendwie vielleicht noch auf eine andere Insel. Ich muss erstmal gucken, wo ich noch ein zweites von diesem Fahrzeugs da herkriege. Das ist jetzt erstmal irgendwie wichtig. Leider sehe ich ja hier sonst nichts. Ich finde hier auch nichts. Ich finde hier echt gar nichts, ne? Außer ohne Ende Jungpalmen, okay. Kann man auch mit leben, kann man auch gebrauchen. Sehr gut. Aber ich brauche dieses Fahnenzeugs. Muss ich denn jetzt hier Insel für Insel abklappern, damit ich das überhaupt irgendwo herkriege? Fragen über Fragen. Ich habe keinen Plan, ich weiß es nicht. Naja, irgendwo werden wir schon noch was finden, denke ich mal. Ne? Aber die Frage ist halt, wächst sowas nach? Wenn ja, wie schnell? Wenn nein, sollte ich dieses eine erst anpflanzen? Obwohl, dann gehe ich drauf.
Finde ich das noch auf anderen Inseln? Wahrscheinlich. Aber dann können wir dieses Wuvala Wula hier auch mal mitnehmen, dann scheiß drauf. Oder wie das da heißt. Was ist das für ein Geräusch? Oh, eine Fledermaus, ey, ich dachte schon, ey. Okay, ja, wie gesagt, keine Ahnung, ne? Ich habe keinen Dunst, ob ich das hier noch irgendwo finde, noch irgendwo mal finde. Sieht aktuell nicht danach aus. Ah! Boah, Mann, habe ich mich erschrocken. Steht der hier schon, ey? Oh, guck mal hier, Stoff. Ne, doch nicht. Ich wollte sagen, Stoff. Alter, mit dem habe ich jetzt ja gar nicht gerechnet, ey. Ich hab mit dem erst hier vorne gerechnet. Schreck mich doch nicht so, ey, blödes Vieh. Junge Palme. Komm, nimm auf schnell. Wir müssen hier los. Okay, da geht dann wieder. Ja, dann würde ich sagen, komm, wir machen eine Biege hier. Ich stelle mich dann nochmal neu auf. Ah ja, moin, das kann ich hier nichts mitnehmen. Warte mal, wo war diese blöde. Wo war dieser blöde Scheiß überhaupt? Da. Warte mal, lag da vorne nicht auch ein Blech? Das will ich auch noch mitnehmen. Und ja, wie gesagt, ich muss mich dann jetzt hier mal neu aufpositionieren und schauen, wie wir hier weiterkommen. Macht nämlich jetzt so gerade keinen Sinn. Also mit so einer Vergiftung. Ich weiß nämlich auch nicht, wie lange diese Vergiftung jetzt anhält. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ich hätte zwar hier gerne noch ein bisschen mehr Sachen mitgenommen. Ey. Hüpf. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht. Ah ja, doch, da hinten ist noch ein Schiff. Stressig. Ernsthaft. Das ist so stressig hier alles von mir. Ne? Viel zu nervig. Aber gut. Egal. Was soll's. Wir können es jetzt gerade nicht ändern. Wir haben auf jeden Fall ein paar Steine gefunden. Das ist schon mal sehr gut. So, warte mal. Was können wir denn hier noch reinpacken? Ja, eigentlich brauchen wir da nichts reinpacken. Wobei, ja doch, es wird ja jetzt so langsam hell. Dann machen wir hier nochmal Holz, also mit Holz voll brauche ich das sowieso. Dann nehmen wir das noch mit und dann ist gut. Und dann fahre ich Richtung Heimat, würde ich sagen. Hoppala. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Also ich muss einmal nach da und dann nach da. Dann würde ich sagen, mache ich das so. Apropos, warte mal, nee, ich will jetzt erstmal gucken, wo dieses blöde Vieh ist. Mich da jetzt vergiftet hat. Irgendwo hier zwischen muss es liegen. Sehe ich gerade nicht. Hängt der da im Wasser? Ja, wie gesagt, dann machen wir das so. Ich, ah ja, genau, das Blech wird schon mitnehmen. Sehe zu, dass ich hier noch ein bisschen Holz sammle. Obwohl, warte mal, wie viel. Ja, tolle Wurst, ne? Wenn ich keinen Platz im Inventar habe. Und dann fahre ich Richtung Heimat und dann müssen wir mal schauen, dass ich irgendwie noch dieses Zeug da finde, damit ich mich verarzten kann. Also ich gehe mal davon aus, dass ich mich damit verarzten kann. Das ist ja noch nicht mal gesagt, dass ich mich damit verarzten kann. Das kommt ja auch noch hinzu. Das weiß ich ja noch nicht mal, ob das überhaupt funktioniert. Aber gut, es wird schon irgendwie klappen. Und ja, Rest müssen wir dann schauen. Achso, warte mal, ist das jetzt hier die Kiste, wo ich hier. Leg mal da hin. Ah, hier. Ja, wie gesagt, und den Rest müssen wir dann schauen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie wird das schon klappen. Aber das mache ich jetzt eben schnell offscreen. Noch schnell zwei, drei Bäumchen kloppen hier. Ah, warte mal, jetzt kann ich es glaube ich sehen. Hä, willst du mich verarschen? Hier ist doch nichts. Wo bin ich denn da reingelatscht, Alter? Hier ist doch gar nichts. Ist voll die Verarschung. Oder ist das wieder so ein unsichtbares Ding unter der Map? Ey, da kriegt man Affen, ey. Ist ja voll läppisch.
Naja gut, kann ich jetzt eh nicht ändern. Ich bin vergiftet, können wir jetzt nicht ändern. Wie gesagt, wir machen das so. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren, Däumchen oben da lassen natürlich und auch gerne ein kostenloses Abo. Vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann hoffentlich ohne Vergiftung und dann schauen wir mal, dass wir ja, irgendwie noch ein paar Inseln abgrasen hier. Kriegen wir irgendwie gebacken. Irgendwie wird das schon. Ich sag mal, bis demnächst und ja, ciao, ciao.